Grüß Gott und herzlich willkommen zu noch einem neuen Blick hier in, ich muss immer schauen, wo ich bin, ich finde das so lustig, in Raabs, mit zwei A, in Raabs an der Thaya in Niederösterreich. Ja, 1,5 Stunden von Wien entfernt, ganz nahe an der tschechischen Grenze, im Waldviertel. Wunderschön, idyllisch, in der Liebnitz-Mühle. Ja, der Mitbesitzer oder zukünftige oder keine Ahnung, der hat uns hier eingeladen, hier einen Vortrag zu halten. Und wir haben gestern das Denkwerk und die Tageskorrektur hier gemacht. Und heute Abend gibt es um 17 Uhr ja, einen Vortrag mit anschließender Tageskorrektur. Wer noch Lust hat, sich von Wien oder von wo auch immer, sich ins Auto oder in den Zug zu setzen. Ich bin von Wien 1,5 Stunden im Zug gesessen. Es war eine sehr, sehr schöne Fahrt. Ich kannte diese Gegend von Österreich gar nicht. Ja, also wer dazu noch Lust hat, ist natürlich herzlich eingeladen. Wir werden, so wie es aussieht mit dem Wetter, das Open Air machen. Also wer kommt, gerne einen Campingstuhl oder eine Decke mitnehmen. Ansonsten findet sich hier auch was. Aber, also ein Stuhl findet sich, denke ich. Ja, das wird sicher sehr lebendig und sehr spontan, denn sowohl Hajo als auch ich, wir sind ja beide nicht gerade diejenigen, die sich da vorbereiten, sondern wir schauen, wie es sich entwickelt. Ja, das ist das Leben, würde ich mal sagen. Ne? Das Leben, oh, da kommt jetzt ein Hund. Hallo Hund, willst du jetzt auf diesen Ponton rauf oder wie? Oh Gott, das ist echt so ein schwimmender Ponton, das ist ganz, oh, jetzt ist er da. Nicht das Mikrofon umhauen, kleiner Mann. Ja, du bist süß, ja, Schätzchen. Oh Gott. Er ist ganz aufgeregt. Kein Problem. So ist das Leben, ich habe doch gerade über das Leben gesprochen. Es ist ein süßer kleiner Hund. Ja, willst du auch in die Kamera schauen? Huh? Ja, dann schau auch rein. Ja, ach, ist echt süß, ich liebe Tiere. Ja. Also das ist das Leben, ne? Das ist das Leben, das ist, Schatzi, das ist uns präsentiert. Das ist uns, ja, das ist uns zusammenzieht und wieder ausdehnt. Und wir können keinen Zustand, jetzt ist er weg, wir können keinen Zustand festhalten und ihn zementieren, denn das wäre nicht das Leben. Und das ist, denke ich, schon, ja, worüber ich gerne jetzt mit euch reden würde, weil ich hatte, also wir sind hier mehrere, es sind auch einige zu Gast, das ist Tom Who Knows ist hier und ja, wie heißt der, Gerhard, ich habe mir aber seinen Namen nicht genannt, Gerhard Köstner, ich weiß es nicht mehr, ich hatte auf jeden Fall ein sehr angeregtes Gespräch mit ihm am Frühstück, er ist Musiker und Frequenzforscher, wie er mir erzählt hat. Das ist jetzt doof, dass ich den Namen nicht mehr, aber ich kann ihn drunter geben. Und er ist bekannt mit dem Klaus Klatzel und mit dem Arnulf Phoenix. Also die Welt ist dann doch klein. Ja, und ich hatte ihn angesprochen darauf, es gab etwas im Gespräch mit Arnulf Phoenix letztes Mal, das ich so noch nie bedacht hatte, wo ich also selber dieses esoterische Gewäsch nachgeplappert habe, ohne darüber nachzudenken. Passiert. Und zwar betraf das diese höheren und niederen Frequenzen. Wenn wir also immer sagen, aufsteigen in die höhere Dimension. Und Arnulf, ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ne, dann darauf hingewiesen hat, dass das wahrscheinlich eine dieser typischen Umkehrungen ist. Weil ja, die niedere Frequenz die ist, die uns bei uns sein lässt. Die tiefere, niedere Frequenz ist langsamer, ist eine Entschleunigung, ist das, wo wir im tiefen Schlaf auch sind, ist das, wo wir in der Meditation hinkommen. Und die höhere Frequenz ist ja dementsprechend mehr diejenige, die ins Drama geht und uns so gesehen aus uns raus, von uns weg bewegt. Ja, das fand ich schon sehr interessant und darüber habe ich eben, wie gesagt, mit diesem Musiker und Frequenzforscher gesprochen. Und er hat das also durchaus bestätigt, ne? Dass das also auch in seiner Wahrnehmung so ist. Und dann haben wir eben darüber gesprochen, dass wenn du in dieser tieferen Frequenz bist, bist du mit dir verwurzelt, bist du also zu dir zurückgekommen, ne? Das ist die Religio, dann ruhst du in dir selber. Aber, und da möchte ich jetzt gerne einfach das weiterführen, in dem Maße natürlich, wie du diesen Zustand oder ich
korrigiere mich jetzt, es ist eben kein Zustand. In dem Maße, wie du das in dir verankert hast, beziehungsweise ich korrigiere mich wieder, denn du kannst ja gar nichts verankern, was nicht bereits da ist. In dem Maße, wie du dich erinnert hast, wie der Baum, in dem Maße, wie du dich deiner Wurzeln erinnert hast und sie somit auch bewusst stärken kannst, denn vielleicht sind diese Wurzeln ja ein bisschen, vielleicht wurden sie teilweise abgeschnitten, gekappt, vielleicht wurde da auch irgendwas drüber, na, wodurch du den Bezug sie nicht mehr so spüren kannst, dass du sie vergessen hast. Du kannst kein abgeschnittener Zweig sein, denn dann würdest du nicht mehr leben. Aber du kannst doch ein Baumstamm sein, der aus den Wurzeln nicht mehr optimal den Saft herausziehen kann oder der sich eben dessen nicht bewusst ist und dadurch vielleicht permanent im Außen nach der Nahrung sucht, nach dem Wasser des Lebens sucht. Und das führt, ich weiß, dass ich sehr viel in Bildern hier erzähle und wer meint, ja, das sind aber doch alles verschiedene und vielleicht sich widersprechende Bilder. Nein, es sind nur verschiedene Ansätze. Weil wir ja auch in sehr, sehr vielen verschiedenen Zuständen uns befinden und dennoch ist die eine Wahrheit für uns immer die eine Wahrheit, aber daraus ergeben sich sehr wohl viele kaleidoskopmäßige Facetten. Und das ist das Leben. Also in dem Maße, wie wir uns wieder bewusst werden, dass wir unten verankert sind, ist das keine Frage, dass das eine sehr ruhige, tiefe Schwingung ist. Ja, wie eine Eiche, die Jahrtausende braucht, um zu wachsen oder wie lange auch immer. Oder eben wie ein Stein, der sehr lang, aber das ist vielleicht kein so ein schöner Vergleich, ich meine, dass ein Stein natürlich sehr, ja, versteinerte, wir können natürlich auch von versteinerten, versteinerten Holz reden. Egal, auf jeden Fall, ich rede jetzt mal von den lebendigen Wurzeln, die uns tief in uns ruhen lassen. Aber wenn wir jetzt natürlich nur tief in uns ruhen würden und das der Dauerzustand wäre, dann würde das fast schon einem anderen Zustand entsprechen, nämlich den in einem Sarg, in einem Holzsarg uns zu befinden. Also ich würde mal schon sagen, das Leben besteht auch daraus, aus den vielen Facetten, die sich daraus ergeben, dass wenn wir verbunden mit diesen Wurzeln einen Stamm entwickeln, auf den wir bauen können, daraus die Äste, die sich natürlich der Sonne, dem Licht, dem Leben entgegenstrecken und die dann auch dem Licht dem Wind ausgesetzt sind, die durchgerüttelt und durchgeschüttelt werden. Und das gehört ja alles zum Leben dazu. Das heißt, verlangt nicht von euch und verlangt es bitte auch nicht von mir, uns in einem dauerhaften Zustand zu befinden. Dafür sind wir alle noch viel zu jung und von daher sehe ich es eben lieber als ein Punkt, ein zusammengezogenes, ein Kern, ein Nukleus, verbunden, der sich ausdehnt, ausdehnt, ausdehnt. Und da ist er, denke ich, in der höchsten Ausdehnung, ist er in der höchsten Schwingung, im Sinne von auch, dass er am weitesten außer sich ist, soweit er eben gehen kann, ohne wirklich außer sich zu sein. Aber am weitesten an der Peripherie, an der Grenze, wo der Kontakt zu anderen stattfindet, wo der Austausch mit anderen stattfindet, wo wir natürlich auch beeinflussbar sind. Ne? Denn wären wir jetzt wirklich nur der zusammengezogene Nukleus in seiner Verwurzelung, wären wir null beeinflussbar, dann würden wir so gesehen wirklich ganz in uns ruhen. Aber dann würden wir eben ruhen und damit sind wir auch wieder nahe am Tod und am Sarg. Und von daher möchte ich, dass wir aufhören damit, uns da permanent zu bewerten, dass wir das eine erreichen wollen oder nur im anderen sein wollen. Es ist nicht das Ziel des Lebens, dass wir permanent nur in uns ruhen und nur oben und nur mit uns sind. Natürlich ist es auch nicht befriedigend, wenn wir uns so weit in der Ausdehnung befinden, dass wir nur noch an der Peripherie ganz abgehoben sehr, sehr hochfrequent, schutzlos und ohne eigene Rückverbindung den Einflüssen des Außen ausgesetzt sind.
also so gesehen außer uns sind oder sehr einfach beeinflussbar sind, was ja, wir haben uns dann auch über MK-Ultra unterhalten heute bei diesem Frühstücksgespräch, wo mein Gegenüber dann meinte, dass das auch sehr inflationär gebraucht wird. Ne? Denn jeder Einfluss ist nicht gleich MK-Ultra. Ja, das sind alles Gedanken und ja, wir haben viele Facetten von uns und für mich ist es auffällig, dass wenn ich mit jemandem anderen gemeinsam einen Austausch mache, ist das anders, als wenn ich hier alleine einen Katharines Blick mache und das ist auch, denke ich, ganz natürlich. Denn in einem Fall entwickle ich aus mir heraus das, was ich fühle und denke. Das ist, ich überlege gerade, automatisch, weiß ich nicht, automatisch wahrscheinlich nicht, oder vielleicht doch, keine Ahnung. Bei mir ist es auf jeden Fall dann, dass ich ganz nur aus mir heraus schöpfe. Wohingegen, wenn ich mit anderen mich austausche, ist das ganz natürlich, dass ich da mich mehr an der Peripherie befinde, weil ich mich ja zum anderen oder zu den anderen auch ausdehnen will. Und ja, das hat eine andere Qualität. Aber ich möchte weder das eine noch das andere missen. Ja, das mit der Frequenz, das mit dem Innen und dem Außen ist, denke ich, wichtig, weil es ist nicht das eine oder das andere. Wir stärken uns im Inneren, damit wir mit dem, was im Außen ist, dann auch gut umgehen können. Denn wenn ich in mir drinnen wirklich weiß, dass ich mich niemals im Stich lasse und dass ich wirklich mit mir verbunden bin und dass in meinem inneren Haus alles seine Ordnung hat, in dem Sinne, dass jeder auf seinem Platz ist, in dem Sinne, dass das Haus nicht ohne Hüter ist. Es gibt einen Roman von Heinrich Böll, Haus ohne Hüter. Und mein Haus soll niemals ohne Hüter sein. Ich bin der Hüter meines Hauses. Das ist auch der Grund übrigens, warum ich hier mit den Kommentaren sehr, sehr streng umgehe, wenn jemand hier mein Haus für etwas benutzt, wofür es nicht gedacht ist oder was mir einfach zuwider ist. Dann bin ich mittlerweile ganz rigoros und blockiere denjenigen auf dem Kanal. Ja, wenn ich empfinde, dass es für die Mitbewohner meines Hauses nicht förderlich ist und ich muss mein Haus, was ist das richtige Wort, rein, ich weiß nicht, ob rein das richtige Wort ist. Es ist wichtig, dass ich als Hüter meines Hauses dafür sorge, dass in dem Haus alles in der Ordnung ist, denn sonst könnte ich diesen Blick euch nicht zur Verfügung stellen. Denn damit mache ich die Fensterläden auf und nicht gerade wieder Mühe ziehen, rufe ich es nicht nach außen, aber zumindest kommuniziere ich. Ja, ich kann euch nur einladen, euer Haus, euer Haus in Ordnung zu bringen. Ne? Zu schauen, okay, welche Bewohner habe ich im Haus, welche sind vielleicht einfach Parasiten, wo ich sage, okay, gut, die sind okay, die machen das Ganze irgendwie lebendig, so ein paar Ameisen oder so. Aber wo sind hier wirklich vielleicht irgendwelche Schmarotzer, Vampire, die vielleicht schon von Anfang an in diesem Haus waren, ja, die ich vielleicht von meinen Eltern, von meinen Großeltern oder vielleicht sogar von vor 1000 Jahren von den Ahnen übernommen habe und von denen ich daher meine, dass sie ganz selbstverständlich Teil meines Hauses sind. Obwohl sie da letztendlich Schlimmes anrichten und die ganze Atmosphäre im Haus zersetzen und dafür sorgen, dass die, auf die es wirklich ankommt, ne, sich nicht entfalten und nicht gedeihen können. Und wenn ich so oft von dem inneren Kind spreche, dann meine ich damit, das habe ich ja auch oft gesagt, das schöpferische innere Kind, das göttliche Kind, das kreative Kind. Und natürlich auch das verletzbare und vielleicht auch das traumatisierte Kind. Und wenn es ein traumatisiertes Kind ist, ist es ja wichtig, dass es heilt. Und ich war immer der Überzeugung, dass alles, was ich zur Heilung brauche, ich in meinem eigenen Haus als Ressourcen habe. Ich muss da nicht irgendwie jetzt großartig woanders hingehen und das plündern oder abkaufen oder darum bitten, sondern ich habe alles in meinem Haus, was es braucht. Das ist einfach so, naturgemäß. Jeder hat alles, was er braucht in sich. Und es geht nur darum, nicht nur zu fragen, was brauche ich, wo sind vielleicht Ressourcen, die ich noch nicht nutze oder die nicht am rechten Platz sind. Denn wenn ich mein inneres
Kind zum Steuermann mache, ist das keine gute Idee. Wenn ich es zum Hüter meines Hauses mache, wenn ich das traumatisierte Kind, nur so ein Beispiel, als Hüter meines Hauses, ja, in diese Rolle begebe, dann ist das natürlich nicht sinnvoll, denn es wird niemanden hineinlassen, logischerweise, oder den Falschen. Es ist schon wichtig, dass die große Katharina in meinem Fall, der große, ich bin jetzt vorsichtig und sage nicht Demiurg, nein, das ist so kontrovers, die große Schöpferkraft in mir, ne? Dass die am Ruder ist. Die große Mutter, der große Vater. Der große Vater am Ruder und die große Mutter, die für das Wohlergehen sorgt. Ne? Dafür sorgt, dass jeder genügend Nahrung hat. Also ich würde mal sagen, der große Vater sorgt für die Ordnung, dass jeder an der Stelle ist, wo er gut aufgehoben ist. Und die große Mutter dafür sorgt, dass jeder sich entfalten kann. Dass jeder die emotionale Nahrung erhält und das Wort emotional ist ja schon wieder so. Aber ja, okay. Ich verwende es jetzt bewusst. Oder eben auch die mentale Nahrung natürlich. Aber auch natürlich die irdische Nahrung. Ne? Die Lichtnahrung und die Liebesnahrung, die jeder braucht. Und natürlich kann es da sehr gut sein, dass es eben dann auch ein paar Vampire oder Schmarotzer gibt, die eben sich da eingenistet haben, wo es höchste Zeit ist zu sagen, raus, raus aus meinem Haus. Und das ist ja der einzige Grund, warum ich früher oft darüber gesprochen habe, ne? Über diesen Umgang mit gewissen Elementen, wo ich sage, auf die Hundedecke. Ne? Ich muss sie nicht alle rausschmeißen, es gibt vielleicht auch, also die Frage ist ja, gehören sie zu mir dazu, sind sie mir hilfreich, sind sie wirklich ein Teil von mir oder sind es Fremdkörper? Wenn es ein Fremdkörper ist, würde ich sie rausverbannen. Wenn es aber Teile von mir sind, wo ich sage, okay, das ist vielleicht das terroristische Kind, dann ist es vielleicht wirklich wichtig, es erstmal keinen Schaden anrichten zu lassen. Und ich denke in einem Haus, nein, ich denke nicht, meine Erfahrung ist, dass in einem Haus, in dem ein Hüter ist, in dem Ordnung herrscht, dass in solch einem Haus jeder gedeihen kann und da auch ein traumatisiertes Kind, was ja oft zu einem terroristischen Kind wird, da auch lernt, sich einzufügen bzw. erfährt, dass es sicher und aufgehoben ist. Ich habe darüber wirklich eine 3-stündige Okitalk-Sendung gemacht. Ich glaube, das war eine meiner ersten über den Emotionalkörper. Und da habe ich gesprochen über diesen polnischen Pädagogen, obwohl ich das Wort Pädagoge auch nicht mag. Ich glaube, er war sogar Pfarrer. Ich bin mir nicht sicher. Er heißt Janusz Korczak. Man findet über ihn im Internet einiges. Und hört euch die Sendung an, wenn euch das interessiert. Denn da gehe ich davon aus, dass jedes Kind von Natur aus ein nützliches Mitglied der Familie sein will. Also, dass dieses, dass ein Kind renitent ist und destruktiv ist, nicht Teil des natürlichen Wachstums ist. Das denke ich, ist wichtig. Die Frage, gibt es böse Menschen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich denke, da sind wir jetzt schon wieder bei der Psychopathenfrage, aber auf die wollte ich jetzt gar nicht eingehen. Ich wollte noch darauf eingehen, dass es ausgerechnet von Walt Disney, von diesem wirklich sehr, sehr dunklen Demiurgen, gibt es eine Strategie, die kenne ich schon, seit ich NLP-Ausbildung gemacht habe. Und wie das oft so ist, es werden oft die besten Dinge von den dunkelsten Mächten genutzt. Ne? Das heißt also, ich sage euch das jetzt einfach nur zur Information, dass es die Walt Disney-Strategie ist. Aber bitte euch gleich, euch von Disney zu entfernen, denn darum geht es nicht. Es geht nur um den Inhalt. Und der ist tatsächlich sehr interessant. Und zwar ging er, zumindest wird das so kolportiert, ne? Davon aus, er hatte 3 verschiedene Gebäude oder Stationen in seiner Produktion, die komplett getrennt waren. Und die wichtigste Station in seiner Produktion waren die Kreativen. Das heißt also, in einem Gebäude waren die ganzen Kreativen. Deren Aufgabe war es, sich vollkommen frei zu entfalten. Er erkannte, dass es sehr, sehr wichtig ist, die hier völlig frei sich entfalten zu lassen.
durchaus übers Ziel hinauszuschießen, einfach mal brainstorm-mäßig, ne? Was ist alles möglich? Was fällt uns alles ein? Wild darauf los spinnen, zu fantasieren. Und ja, das war das eine Gebäude. Und dann erst im zweiten Schritt gab es dann die Umsetzung. Also sprich die Frage, wie lassen sich alle diese fantastischen Ideen, also hier sind natürlich auch die Ideen, ne, die Kreativen haben Ideen, sie entwickeln Ideen. Und im zweiten Schritt ging es dann um die Frage, wie lassen sich diese kreativen Ideen umsetzen. Also hier waren die Macher. Ne? Die haben sich dann einfach überlegt, ja, welche Technik braucht man, welche Tricks und so weiter, wie kann man das realisieren. Also hier geht es darum, diese Ideen zu realisieren. Realisieren. So, und dann erst im dritten Schritt, und die waren wieder getrennt, da waren die, die sich dann mit der Kalkulation beschäftigt haben, nämlich wie lässt sich das bezahlen. Ne? Also die Buchhalter so gesehen. Ne? Ja, und das ist natürlich schon sehr interessant, weil wir feststellen, dass es ja meistens genau umgekehrt ist. Ne? Wir fragen uns zuerst, können wir uns das leisten? Nein, kann ich mir nicht leisten, ist gestorben. Lässt sich das realisieren? Nee, ist gestorben. Und dann kommen wir natürlich in einem dritten Schritt hier gar nicht mehr hin. Ne? Also das kreative Kind wird sich auf die Art von vornherein zurückziehen, weil es ja dann das Gefühl hat, ich habe doch hier überhaupt nichts zu melden, ich habe hier keinen Anteil. Ja, warum erzähle ich euch das? Weil es in meinem Leben instinktiv immer schon so war. Ich habe eine Idee und dann überlege ich, wie kann ich diese Idee umsetzen? Und meistens stelle ich dann fest, ich liebe es einfach, die Dinge zu benutzen, die da sind. Ich mag nicht gerne Neues einkaufen. Ich mag lieber etwas, was weniger perfekt ist und dafür habe ich es selbst geschaffen, ohne irgendwie ein Geld, einen Cent auszugeben. Das heißt also, meistens erübrigt sich die dritte Frage für mich. Das ist meine Erfahrung. Ich glaube, dass wir darauf viel, viel zu viel Wert legen, dass wir fragen, wie lässt sich was finanzieren. Weil im Grunde genommen, wenn wir sehr, sehr viel Geld zur Verfügung haben, ist das oft der Tod des Kreativen. Ne? Weil dann sind wir auch nicht gezwungen, uns irgendetwas auszudenken. Wenn ich hingegen, so wie diese Köche, ihr kennt doch das, wo die Köche nur ein paar Ingredienzien haben und dann sollen sie daraus ein Gericht zaubern, dann lassen sie sich viel mehr einfallen. Und so ist es bei mir auch. Ich habe meine Garage und meinen Keller und da lagern alle möglichen Sachen. Und wenn ich irgendetwas machen will, dann schaue ich zunächst, was habe ich. Und daraus kommen dann die kreativsten Ideen. Das möchte ich einfach mal zur Anregung hier weitergeben, diese Walt Disney Strategie. Und das heißt aber, ne, so wie, und ich meine, ich mache jetzt bitte schön keine Werbung für Walt Disney, also nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber es ist auch fair enough, dass ich die Strategie so benenne, woher ich sie habe. Ne? Ich erzähle euch das deswegen, weil er ja erkannt hat, dass die Kreativen niemals kreativ sein können, wenn da von Anfang an die Korinthenkacker da irgendwie sich einmischen und sagen, ja, bist du blöd oder was, das ist ja niemals machbar oder ist nicht bezahlbar. Und dementsprechend bin ich in meinem Leben einfach auch sehr, da gibt es gewisse Stimmen, die haben bei mir einfach wenig Chance. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich dann auch die Kommentare rigoros lösche. Weil ich einfach erkenne, dass für dieses kreative Kind ist weder, aber das habe ich ja schon erzählt mit der Kritik, ne? So dieses, das wird ja bei uns so hochgehalten, ne? Die Selbstkritik und so weiter, um nicht zu sagen Selbstgeißelung, denn das wird dann oft daraus, oder Selbstanklage. Damit, das finde ich wenig sexy und damit kann ich auch wenig anfangen. Ich kann auch nicht erkennen, dass das zu irgendeiner Verbesserung führt. Im Gegenteil, es lässt eher den Lebensimpuls und den kreativen Impuls im Keim ersticken. Das heißt, diese Stimmen haben in meinem Haus kein Gewicht und sie haben auch in meinem Leben kein Gewicht und dementsprechend lösche ich sie auch hier unten raus. Beziehungsweise, wenn ich sie bei anderen als Kommentare finde, dann rauscht das durch. Weil ich einfach zu mir stehe, weil das wichtig ist. Und meine kleinen Verschiedenen wissen einfach auch, dass ich zu ihnen stehe. Und wir brauchen diese Kraft, glaubt mir. Wir werden heute Abend über, logischerweise vom Titel her,
Der Titel des Vortrags heute Abend wird sein Trump, Putin und die BRD, was lustig ist, weil wir sind hier im tiefsten Österreich. Aber egal, wir werden wohl auch über Österreich sprechen. Aber es wird logischerweise ein eher externes politisches Thema sein. Und um das alles, ja, gut zu verarbeiten, zu verdauen, auszusortieren und für sich zu integrieren, ist es wichtig, dass wir unser Haus in Ordnung haben. Wenn wir ein Haus im Chaos haben, ein marodes Haus, ein durchlässiges Haus, wo alles durchpfeift, wo wir niemals zur Ruhe kommen, dann können wir das, was da im Außen auf uns zukommt, und es ist ja nur vermeintlich, also es ist herausfordernd, ja, dann können wir dem nicht gut standhalten. Seht es wie ein Sturm, der über das Land fegt oder über die Kontinente. Es ist ja nicht nur ein Land, es geht ja über alle Länder. Ne? Ich meine, Corona hat es gezeigt, ne? dass es wirklich nichts auslässt. Es geht über alle Länder. Es ist wie so ein Orkan, wie so ein Sturm. Und er fegt durch alle Landen. Und manche vernageln dann ihre... Wenn so ein Tornado kommt, vernageln sie ihre Außen, ihre Fenster. Ich würde mal sagen, wenn es ein stabiles Haus ist und du gut vorgesorgt hast und dich in deinem Haus wohlfühlst und dort eben für Ordnung gesorgt hast und der Hüter deines Hauses bist, was auch heißt, dass du Unliebsame draußen lässt. Ja, wenn du das alles dich vorbereitet hast, ja, wenn du gut vorbereitet bist, dann kann dich dieser Sturm nicht aus den Angeln hauen. Denn es ist ein reinigender Sturm. Es war zuerst die Ruhe vor dem Sturm, jetzt sind wir mitten im Sturm. Aber der Sturm wird nicht ewig dauern. Es wird danach sehr, sehr gereinigt sein. Und danach wird alles umso besser wachsen und umso besser gedeihen. Und es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind und dass es uns nicht auf falschem Fuß erwischt, einfach so erwischt. Wir sollten nicht draußen herumirren, außer uns sein. Ja, wir sollten uns natürlich, wir sollten das Wort. Es ist gut, wenn wir uns nicht eingesperrt fühlen, sondern wenn wir wissen, okay, wir haben unser Zuhause. Es ist wichtig, dass wir wissen, wir haben unser Zuhause, wir sind sicher, wir haben unseren Rückzugsort. Und das ist das, was ich mit diesem Katharines Blick immer mehr stärken will. Vor allen Dingen, wenn ich eh in den anderen Sendungen und Denkwerken und was auch immer ich da so mache als Hans Dampf in allen Gassen, eh so viel über das Politische rede, über das Geschehen im Außen, dass ich mir dann gerne die Zeit nehme, hier im Blick ganz alleine, nur mit euch, das in aller Ruhe weiterzugeben. Ja, ich denke, das war's schon, was ich euch mitteilen wollte, bevor wir heute unseren Vortrag machen um 5, diesem wunderbaren Ort. Und ja, ich bedanke mich wirklich so sehr für eure wunderbaren Zuschriften, eure Geschenke, die ihr immer macht, im tatsächlichen und im übertragenen Sinne. Ich schätze sie sehr, ich bin euch sehr, sehr dankbar. Auch die vielen wunderbaren Geschenke, die so originell sind, da habe ich Tassen bekommen mit Bring deine Birne zum Leuchten. Ich habe ein Mobile bekommen mit Kuh drauf. Ich habe wunderbare Öle und Gewürze bekommen. Einfach wunderbar. Und natürlich viele Zuschriften und natürlich auch finanzielle Unterstützung. Dafür danke ich euch auch sehr. Ja, in diesem Sinne, bis bald. Tschüss.